Moin Moin Geartester und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gear Explained hier bei Geartester. Heute soll es um dieses kleine nützliche Teil hier gehen und was es genau ist und was es damit auf sich hat, das seht ihr gleich. Heute möchte ich euch die Farnband-Aufbrechsäge vorstellen. Die Farnband-Aufbrechsäge eignet sich ideal zum Aufbrechen von erlegtem Wild und damit lassen sich spielend leicht Brustkorb und Schloss öffnen. Und das ist das Schöne. Ja, dadurch, dass ich eine 9 cm lange Klinge habe mit stumpfem Ende, ja, beschädige ich auch keine Organe wie Blase oder Pansen. Ja, ich kann hier ohne weiteres den Brustkorb als auch das Schloss aufbrechen und ich mache damit meine Jagdmesser nicht stumpf. Also grundsätzlich ein super praktisches Tool, der keinem Jagdrucksack fehlen sollte. Es eignet sich ideal zum Aufbrechen vom Rehwild, Schwarzwild, Dammwild, Rotwild, was auch immer. Die Aufbruchsäge hat einen aus Gummi designten ergonomischen Griff, so dass ich auch wirklich bei jeder Gelegenheit mit schweißigen oder feuchten Händen auch einen guten Griff habe und sauber sägen kann und nicht Angst haben muss abzurutschen. Und das Schöne, ich kann natürlich im Nachhinein auch das Ganze sauber wieder abwaschen und ich habe eine saubere Säge ohne Rückstände. Die Säge kommt mit einer kleinen Tasche hier, mit einer Nylontasche, so dass ich sie auch im Rucksack hinterher wieder sicher verstauen kann oder einfach auch praktisch mit dieser kleinen Schlaufe hier an meinem Gürtel festmachen kann, sodass ich sie jederzeit griffbereit habe. Für welche Jäger ist diese Säge etwas? Ganz klar, jeder Jäger sollte eigentlich so eine kleine Säge bei sich im Rucksack haben, damit man sich seine Jagdmesser nicht stumpf oder kaputt macht. Und ganz preisgünstig ist sie auch. Sie kostet 19,90 Euro, von daher sehr erschwinglich und ein absolut praktischer Jagdhelfer. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da, abonniert unseren Kanal, schreibt was in die Kommentare und ansonsten freue ich mich, euch wiederzusehen bei unserem nächsten Video hier bei Gear Explained auf Geartester. Bis zum nächsten Mal. Ciao.